wisst, ist heute der BMW X3 35 Diesel dran. Habe ich am letzten Video erwähnt gehabt, dass wir da einfach nochmal ein paar kleine Videos machen, weil einfach auch das Feedback kam, hey, es gibt vom 35 Diesel keine gescheiten Videos. Ja? Und das wollen wir jetzt hier gerade mal machen. In diesem Video machen wir einfach mal Thema Launch Control. Wie funktioniert es? Das ist ganz spannend. Ich finde, es geht auch sehr gut vorwärts. Natürlich schon ein paar Mal probiert, ist ganz klar. Zweites Video, da gehen wir mal auf das Thema Fahrerlebnisschalter rein. Das war so ein Thema, wo ich schon lange gesagt habe, was wir mal machen. Das wird im zweiten Video kommen. Und dann einfach noch das Thema Motor. Was kann der Motor? Was leistet er? In welchen Varianten gibt es ihm? Also es gibt hier auch verschiedene Stufen. Es gibt bei BMW auch eine technische Überarbeitung. Das ist hier in dem Fall, in diesem Motor der Fall. Das heißt, wir haben hier das aktuelle System, was auch Euro 6 schon einhält. Die ersten 35D, wo gekommen sind, waren Euro 5 Motoren. Aber wie schon gesagt, dazu machen wir dann einfach nochmal ein extra Video. Ihr dürft auch gerne unter dieses Video kommentieren, was ihr gerne hören oder sehen möchtet zu diesem Fahrzeug. Vielleicht kann ich dann da auch nochmal genauer drauf eingehen, auf eure, ja, ich sag mal ganz vorsichtig, Wünsche oder was ihr wissen möchtet. Ja, einfach mal schreiben, gebt mir eine Info, was ihr wissen möchtet. Wie schon gesagt, das Auto ist unser Geschäftswagen, das Auto ist da eine Weile verfügbar. Und dann können wir da gerne schauen, ob wir da euch ein kleines Video machen können, wenn wir das zeitlich schaffen. Zum Thema Launch Control bei diesem Fahrzeug. Ihr müsst auf jeden Fall in Sport Plus. Das heißt, es sind alle Fahrhilfen deaktiviert. Dann drückt ihr den Hebel nach links, drückt die Bremse voll durch, gebt Vollgas, Launch Control aktiv, Bremse los. So, das waren jetzt kurz 100 km/h. Für das, dass das Fahrzeug 2 Tonnen wiegt, geht es schon gut vorwärts, sage ich mal ganz vorsichtig. Für euch nochmal kurz die Wiederholung. Also ihr geht im Sport Plus Modus, Fahrerlebnisschalter auf Sport Plus. Dann drückt ihr den Hebel nach links, dass er nicht mehr in Drive, sondern in S steht. Und dann kommt im Display schon Traktionskontrolle deaktiviert. Dann drückt ihr die Bremse Vollgas, also die Bremse voll rein. Vollgas, kurz warten, bis er Drehzahl angefahren hat, Bremse loslassen und dann geht das Fahrzeug schon nach vorne. Wir können es jetzt, wenn ihr wollt, gleich nochmal probieren, dass ihr es am Tacho seht. Wir haben niemand hinter uns. So, anhalten. Mittelkonsole, Sport Plus. Hebel nach links, Dynamic Traction Control aktiviert. Vollgas, Launch Control aktiv und los. Ja, also es geht doch relativ zügig für das, dass wir hier in einem SUV sitzen, sage ich mal ganz vorsichtig, und es macht jedes Mal auch aufs Neue wieder Spaß. Ich finde es relativ einfach hier. Es gibt Autos, da ist es ein bisschen komplizierter, aber hier ist es doch relativ gut machbar. Ja, jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Video schauen. Im Step 2 Video, das kommt dann am Montag, machen wir den Fahrerlebnisschalter. Und am Dienstag machen wir das Thema Motor, Getriebe. Da gehen wir kurz auf die 8-Gang-Wandlerautomatik ein, die in der Zwischenzeit, wie schon gesagt, die Launch-Control-Funktion kann. Lange Zeit war das im Wandler nicht vorstellbar, beziehungsweise auch nicht möglich. Jetzt ist es soweit. Machen wir gar nicht lang rum. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für YouTube-Schauen. Bis bald. Ciao.